Häuser, Handlung, Widerstehst du vor Gericht? Nach Observation und Fahndung, Aussagen von Zeugen, erschweren Falle des Gewicht. Der Richter sieht dich an, als er den Saal betritt. Hass erfüllt und abwertend trifft dich dein strafender Blick. Du bist ihnen ausgeliefert und wirst immer tiefer von dieser Justiz gefickt. Von der Justiz gefickt. Von der Justiz gefickt. Du bist von der Justiz gefickt. Weißt lange vor dem Urteil, dass man in den Knast dich schickt. Aber nicht wegen Verbrechen, die es zu bestrafen gilt, sondern weil du anders tickst und dich zu ändern nicht gewillt. Die Fenster sind geschlossen, die Gerechtigkeit ist tot, sie wurde längst erschossen. Nur ein Speer fegt, der schaut zu. Schreib dir Zeile, zeig du wieder, was für ein Psychopath bist du. Du bist ein Zweifler und ein Querulant, der den Staat in Frage stellt. Den ganzen Tag schreibst du von Eifer, was erschreckend in die Waage fällt. Hassbotschaften an die Wand, auf Papier bringst du Gedanken, Hass und Hetze, ziemlich kranke Zeilen, die das Volk verhetzen, Gewalt darstellen und verletzen in gröbster Weise die Gesetze. Wie in einer Windluft schleife, deine Hetze, Polizeifer, Dauerschleife, alles nur wegen deiner Hetze. Die sie plagt wie die Kätze ihren Nerven, da hilft nur die Härte des Gesetzes, zusammengetragene Recherche der Verfassungsschutzbehörde. Der Verfassungsschutzbehörde und der Richter und Schöffen, die zur Oberschicht gehören, die zur Oberschicht gehören, die zur Oberschicht gehören, die zur Oberschicht gehören. Alles nur wegen deiner Hetze, die sie plagt wie die Kätze ihren Nerven, da hilft nur die Vollhärte des Gesetzes, zusammengetragene Recherche der Verfassungsbehörde und der Richter und der Schöffen, die zur Oberschicht gehören, bildet ein Urteil daraus, vorbestraft und belehrbar. Bildet ist nicht angesagt, es ist immer dieselbe Gilde, die dich verfolgt und anklagt. Und dieselben Staatsanwälte kennen dich für Jahre schon. Brandanschläge häufen sich in der Kindertagesstätte, gab's wieder eine Detonation. Dieselben Staatsanwälte kennen dich für Jahre schon. Brandanschläge häufen sich in der Kindertagesstätte, gab es wieder eine Detonation. Dieselben Staatsanwälte kennen mich seit Jahren schon. Brandanschläge häufen sich dort wieder eine Detonation.